Leute, herzlich willkommen zu Metro Exodus. Wir sind immer noch in diesem unterirdischen Bunker oder was auch immer das hier ist. Und arbeiten uns so Step by Step vor. Ich brauche dringend mal wieder ein bisschen. So. Sicher ist sicher. Kein Bock auf diese Spinnen hier. Boah, Alter. Es ist schon ziemlich beeindruckend. Adios. Ich versuche die unteren Etagen zu öffnen. Nein, bitte nicht. Bitte. Ja, war das eine geile Idee? War das eine geile Idee? Und ich habe keine Munition mehr. Das Lüftungssystem arbeitet normal. Alles Personal hat die allgemeinen Anweisungen zu befolgen. Her. Was ist das? Und ein bisschen Munition ist mal gut. Alles eingestaubt hier. Zack. Eingestaubt und eingesponnen, wie auch immer. So krass, das ist schon arg. Scheint aber, dass es falls es im Hintergrund hört, es kann sein, dass irgendwie hier mal die Board. Ich hoffe, das ist nicht weiter tragisch. Dass man da. Na komm. Die Viecher scheinbar mehr Angst haben. Vor uns jetzt hier vor denen. Hat sogar noch Munition dabei gehabt, okay. Alter. Na gut, da. Die liegen auch schon eine Weile rum hier. Okay. Jetzt hier weiter. Die wäre. Wie gefällt dir das, Arthur? Wenigstens kannst du mich auf diese Weise hören. Das ist eine gute Idee. Laut Plan kann die Tür zum Archiv nur von innen und von Hand geöffnet werden. Du kannst aber durch den Lüftungsschacht hinein. Such im nächsten Raum einen Eingang. Also hier wahrscheinlich, oder? Wird? Alles. Super. Wir sind wieder komplett on air. Wir scheinen wieder komplett on air zu sein. Das sind okay. Das sind noch Bauteile und so. Ja. Haut ab von mir.
Ah, Moment. Ruhig von mir. Jetzt verstehe ich gerade. Moment, diese Viecher haben Probleme mit Licht. Also wenn wir die jetzt dauerhaft anleuchten, dann verkochen die quasi. Boah, Alter. Das sind diese Riesenspinnen oder irgendwas sowas. Okay. Scheint wohl zumindest der Fall zu sein. Aber zumindest sind wir jetzt erstmal wieder... Gut. Jetzt mal alles hier wegflimmen. Oh, das wäre einer. Ja. Ja, uns vielleicht ein bisschen Munition mitbringt. Jawohl. Super. So. Gucken, was ist gerade. Nee, das möchte er nicht. Okay. Hm. Da kommen wir noch nicht rein, ne? Wir sollen irgendwie so einen Lüftungsschacht suchen, hat der ja gesagt. Aber ich wollte mir das tatsächlich mal hier ein bisschen genauer umgucken. Ja, das sind irgendwelche Vieh-Riesenspinnen oder sonst. Boah, Alter, was für ekelhafte Viecher, ne? Die Reise. Der eine hat ja eh tot. Kann ich ihn nicht. Nee. Ich dachte, ich könnte irgendwie noch ein bisschen looten. Was ist man nicht hier gerade eben hergekommen? Moment. Genau, das ist das Badezimmer, wo wir hergekommen sind. Okay. Okay, hier kommt man nicht weiter. Genau, hier hat er uns ja gesagt, wir suchen im nächsten Raum noch eine Möglichkeit, um in den Lüftungsschacht reinzukommen. Das ist alles eingestaubt und vergibt. Ich habe eh das Gefühl, dass wir da oben rein müssen, oder? Okay. Was? Warte mal. Ah! Eine neue Notiz, die wir gefunden haben. Okay. Diese Viecher hängen in den Lüftungsschichten. Ich habe euch vorbereitet, ein bisschen. Ja. So.
Munition vor allen Dingen. Gut, der Laser. So viel zum Thema, ich brauche eine Werkbank. Zumindest solche Munition. Die habe ich natürlich nicht. Okay, 19 Schuss habe ich noch. Warte mal. Okay, die kommen nicht weiter. Wir haben halt noch viel. Ist tot. Ich weiß nicht, ob das Viech. Ja. Oder so. Funktioniert genauso. So, die Frage ist, wie kommen wir hier weiter? Ich glaube, wir sind richtig. Scheinbar. Schalte. Wir schalten jetzt auf Notstrom um. Das sollte für den Aufzug reichen. Wenn du die Karten schon hast, dann warte einfach auf den Aufzug. Okay. Für Karten brauchen wir. Ja, Moment, der hat Munition. Ne, hat er nicht. Schade. Der hat was, doch, der hatte der Scharfschützmunition. Das war ein Scharfschütze, okay. Also, was für Karten brauchen wir denn? So nebenbei. Das ist eine gute Frage gerade. Ach so, ab 2013 sollten wir die Informationen über eine Karte kriegen, ne? Du suchst jetzt natürlich die ganzen Karten hier. Vollständige Karte, sehr schön. Ich habe mal eine Dings bekommen, eine Trophäe gekriegt. So, dann müssen wir. Warte mal, ich gucke mal ein bisschen auf die Uhrzeit, weil wir nicht mehr so lange Zeit haben, diese Folge. Ich gucke gerade den Aufzug. Wir sind nämlich richtig im Archiv. Das ist sehr wichtig, vor allen Dingen. Gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit rauszukommen? Okay.
Sehr unvorteilhaft der Position, aber ich habe mich hier irgendwie. Gut. Gut, gut, gut. Da. So, können wir die noch irgendwie ausloten, die Jungs? Oder eher nicht? Wir haben noch was zum Lesen. Neue Notiz. Okay. Hier noch irgendwas, was ich verpasst habe. So, die Frage ist, komme ich hier raus? Ja. Aber das machen wir dann im nächsten Teil. Bis dann. Tschüss.